Extension Methods in C#, also Erweiterungsmethoden auf Deutsch, sind dazu da, um bestehende Datentypen zu erweitern. Also wenn du eine eigene Klasse definierst, einen eigenen Datentyp, kannst du alle Elemente da reingeben, die du gern hättest, und wenn du den erweitern willst, kannst du ja deine Klasse ändern. Anders sieht das allerdings aus bei Datentypen, die bereits existieren, wie zum Beispiel ein Integer oder ein DateTime. MyTime time ist gleich DateTime now. DateTime ist ein fixfertiger Datentyp, den können wir nicht einfach so erweitern. Was aber, wenn wir jetzt das DateTime sozusagen, also das Datum und die Uhrzeit immer in einem bestimmten Format brauchen oder einen Integer immer in einem bestimmten Format brauchen? Dazu sind Extension Methods da. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, ich hätte gern toString im Format irgendwie. Aber die Extension Methods erlauben uns jetzt zu machen myTime.toMyFancyFormat String now. Und das toMyFancyFormat ist jetzt natürlich keine Methode, die in DateTime existiert. Das ist aber eine Methode, die wir dem DateTime Datentyp dazugeben können. Dazu brauchen wir Folgendes. Eine Klasse, ich habe hier schon einmal eine DateTime Extensions Klasse gemacht. Diese Klasse soll jetzt die Erweiterungsmethode beinhalten. Also public, die Methode muss static sein. Static liefert einen String, heißt so, und bekommt ein DateTime Value übergeben. Wichtig bei Extension Methods ist, dass sowohl die Methode statisch sein muss, als auch die Klasse, oder anders gesagt, wenn die Klasse statisch ist, muss es die Methode ohnehin sein. Also nur statische Klassen können Erweiterungsmethoden beinhalten. Und damit C# jetzt weiß, dass der Datentyp Detail erweitert werden soll, muss hier stehen this. Durch dieses this wird dieser Datentyp entsprechend erweitert. Das heißt, das wird eine Extension Method für diesen Datentyp. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen return value. Machen wir so. Datum ist Doppelpunkt. Egal, value.year minus value.month minus value.day. Irgend so ein besonderes Format, also ist egal, was wir hier verwenden. Wichtig ist eine statische Klasse und als Parameter das this dazu, dann wird dieser Datentyp erweitert. Und was jetzt funktioniert, ist, dass wir hier wirklich sagen können, myTime2 myFancyFormat. Dieses Symbol, dieser Pfeil hier zusätzlich beim Methodensymbol, sagt, dass es sich um eine Erweiterungsmethode handelt. Also keine Standardmethode von DateTime, sondern eine, die zusätzlich definiert wurde als Erweiterung von diesen. So, wir übergeben hier keinen Parameter, obwohl hier definiert worden ist, dass die Methode einen Parameter hat. Da dieses Value hier zu sagen oder dieser Parameter, der dieses this beinhaltet, ist genau das Objekt, das hier reingegeben wird, oder die Variable, die hier reingegeben wird. Die ganzen Extension Methods sind eigentlich nur Syntactic Sugar. Syntactic Sugar heißt, dass es der Compiler eigentlich ohnehin wieder umbaut zu etwas anderem, das immer schon gegangen ist, nur ist es für den Entwickler so schöner zu schreiben. Und das, was der Compiler eigentlich daraus macht, ist Folgendes. Ich nenne es jetzt val1. Also val1, damit wir keinen Namenskonflikt bekommen. DateTime extensions to myFancyDateFormat mit myTime übergeben. Also eigentlich ist es der Aufruf einer statischen Methode in einer statischen Klasse, wo die Variable übergeben wird.
Und die Syntax ist mit Extension Methods jetzt einfach umgedreht worden, dass man sagen, okay, auf diese Variable möchte ich eigentlich diese Methode aufrufen. Und deswegen brauchen wir auch hier einen Parameter. Und durch das this kann man eben diese alternative Schreibweise verwenden. Ist aber im Endeffekt nichts anderes. Okay, was wichtig ist, damit diese Methode hier auch erkannt wird, ist, dass der Namespace eingebunden ist. In diesem Fall sind wir hier Extension Methods und Extension Methods, also im gleichen Namespace. Wenn ich das ändere auf Samples und Extensions zum Beispiel, ja, diese Klasse ist jetzt in diesem Namespace, dann erkennt der Compiler diese Extension Method nicht. Erst wenn ich sage using samples extensions. Jetzt wird die Methode erkannt. Also in Summe ist das eine sehr schöne Sache, weil wir bestehende Datentypen um Methoden erweitern können, die wir ansonsten nicht zur Verfügung hätten, und einen recht intuitiven, nativen Aufruf diese Methoden machen können. Auch wenn es im Endeffekt nur Syntactic Sugar ist, eine statische Klasse mit einer statischen Methode, wo der Parameter übergeben wird. Existieren hier mehrere Parameter, also hier noch etwas, dann braucht diese Extension Method hier auch einen Integer-Wert. Sozusagen der zweite ist ganz normal. Extension Methods können auf alle möglichen Typen angewendet werden. In diesem Fall auf getTime, geht genauso auf int, geht genauso auf irgendwelche Objekte, aber auch auf Interfaces. Und etwas, das sehr stark auf Extension Methods basiert, zum Beispiel, ist Link, ja, das Feature Link. Dazu brauchen wir den Namespace System.link. Und jetzt, wenn ich sage args, was ein Array ist, sieht man hier sehr, sehr, sehr viele Extension Methods, also Erweiterungsmethoden, Extension Methods, wo ich eben mit where filtern kann und so weiter. Also all das sind Extension Methods und man sieht hier im IntelliSense auch, okay, das ist eine Erweiterungsmethode auf enumerable. Ja, also Extension Methods funktionieren auch auf Interfaces. Okay, in diesem Sinne viel Spaß beim Programmieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.